Hey Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Summonen-Video. Und zwar heute mal beim LSD auf dem Account. Und zwar da doch richtig auch gut angespart an MS und sämtlichen anderen Schriftrollen. Also wir haben ein großes Spektrum heute, was wir ziehen können. Wir bleiben auch einfach mal direkt im Anfangs-Channel. Wir gehen heute mal nicht irgendwie 500 oder 15.7. Und wir gucken mal, was wir einfach mal haben. Wir haben hier eine Legendary, wir haben zwei Lichtdunkel, zwei Wasser, wir haben acht Feuerschriftrollen und 68 MS. Crystal und Exclusive soll ich lassen, da wartet er noch auf was Schönes. Ja, und wir müssen jetzt noch ein bisschen gucken. Er hat nicht ganz genau Platz, wir müssen noch mal schauen, wenn wir dann ein paar Monster ziehen, damit die miteinander aufwerten können irgendwie, dass wir mal schon hinkriegen. Ansonsten müssen wir zur Not halt zwei, drei übrig lassen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir auch an damit. Und zwar, wir machen erstmal grob 50 von denen. Und dann müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen Platz machen. Und dann hauen wir die restlichen raus. Und deswegen geht's auch direkt los hier. Wie gesagt, hab beim Pova jetzt das große Video gemacht mit 7500 Kristallen. Hatten da 10 Blitze, also 1 zu 10 vom Verhältnis her. Checkt das ruhig mal ab im Channel. War auch eine geile Summoning, ja, ein geiles Summoning-Video, weil 7500 Kristalle einfach mal raushauen ist was, was man nicht so häufig macht. So, da haben wir das erste Fake 4. Weiß gar nicht, wer es war. Elena oder was da stand. Hab gesehen, sein Bernard bräuchte auf jeden Fall noch drei Skill-Ups, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, noch ein paar Greifi als Food zu ziehen. Aber wir wollen natürlich als allererstes erstmal paar Lightnings hier haben. Wir wollen Natural 4 und 5 ziehen. So wie bei jedem MS Opening. So. Und jetzt haben wir schon wieder 10 weg. Bis jetzt. Oh, jetzt kommt der erste. Jawohl. Jawohl, wir haben Trevor bekommen. Mega, mega nice. Das ist ein sehr, sehr gutes Nat 4. Der haut wirklich ein herbe Damage raus. Wenn man ihm noch Vampire runt, kann er wirklich die komplette Karte solo rennen. Wirklich jede Stage. Da gibt es ein Video schon dazu. Auf Vampire, ich weiß gar nicht, was war. Vampire Klinge, glaube ich, war er geskillt. Steigt deine HP, steigt deine Angriffskraft und der erlittene Schaden wird gesenkt. Er haut drauf und erhöht dabei Angriffskraft für zwei Runden und hier erhöht kritische Rate für zwei Runden, ne, und fügt den Gegner mit starken Treffen zu. Also es ist ein Selbstbuffer mit Attack und mit Crit Rate und der haut wirklich einen mega, mega geilen Schaden raus. Also da schon mal mega nice, dass wir den bekommen haben. Auf jeden Fall einen 6 Pflicht, finde ich. Weil der wirklich herbe abgeht. Gerade im GW und in Arena einfach mal ein Top 4. Also auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Scroll. Und es geht allerdings trotzdem weiter hier auf der Suche nach was Geilen. Vor allem die acht Feuerrollen, da freue ich mich auf die Light and Dark sowieso und auf die Legendary. Da freut man sich immer drauf, in der Hoffnung, es kommt was richtig Geiles über rum. Und da ist der nächste Lightning. Lumi, oder? Wer ist das? Ja. Lumi Regia, wie nach dem. 100% hier, nutzen viele anfangs, um erstmal Dragon 10 zu spielen, weil sie ist wirklich ein Monster, was am Ende auch nur Solo den Rest macht, genauso wie UG9, mit guten Runen, natürlich. Ist ein sehr, sehr guter Wassertank natürlich, gerade gegen gute Windnuker, sehr geil. Sie hat einen Cooltime-Reset im zweiten Skill und trotzdem im First Skill. Also auf jeden Fall kein schlechtes Monster, aber im Late Game ist eher nicht so mehr zu gebrauchen. So, und würde sagen, geht weiter auf der Suche nach dem nächsten Blitz. Ich habe es noch gar nicht so richtig beobachtet, ob wir so oft schon Greife dabei hatten, die wir dann für Bernard zum Skill-Up benutzen können.
Das müssen wir dann mal ein bisschen auschecken. Wir haben hier viele Epicons auf jeden Fall. Weiß gerade gar nicht, ob er Chloe hat. Wir gucken auf jeden Fall seine Monster an. Er hat wirklich sehr gute Monster dabei. Sehr, sehr gute Nutfies. Und das ist nächste Lightning. Windbrownie, Feuerbrownie, okay. Draco gab's schon damals in der Halle der Helden. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Monster. Immunität auf dem Third Skill mit Attack-Leiste 20%, glaube ich, oder 30. Hat einen AOE Death Break und hat schon einen Extra-Turn auf dem First Skill. Das hieß Vio-mäßig eine richtige Hure. Auf Qual geht's aber genauso ab. Auf jeden Fall schön viel Speed rein in den. So, Wikinger. So, wir machen erstmal bis 10 ms. Und dann gucken wir erstmal, wir müssen, glaube ich, erstmal die anderen ein bisschen rumschieben. Weil die oberen Scrolls ja dann doch eher die wichtigeren sind. Da war zum Beispiel ein Greif. Und das ist das nächste Lightning. Und wen haben wir hier? Magieritter Wasser. Ja, okay, schade. Wenn man sich allerdings Lanette hochziehen will, Skillfutter muss man so sehen. Für die, die sich jetzt keine komplett mit einmal zusammengefarmt haben. Alle 13 Stück, glaube ich, brauchen wir. Also einmal selber und 12 Skill-Ups, wenn ich mich nicht irre. 11 oder 12 auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier die 10. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal. Wo ist sein Lager? Da haben wir sein Lager. Das heißt, wir holen Bernard auf jeden Fall schon mal rüber. Sie hat auch hochgezogen, hatte ich mich jetzt auch. Wie sieht es bei ihm aus? Er braucht auch noch Skillfutter. Das heißt, wir nehmen ihn auch mal mit rüber. Und dann schauen wir mal, was wir ein bisschen zusammenhauen können. Weil ich meine, ein Werwolf ist auf jeden Fall dabei gewesen, genau. Da haben wir noch einen. So, dann füttern wir die erstmal hier mit rein. Hat er schon gesagt, sollen wir so machen. So, 2 Meter Second Skill hoch, glaube ich, war das. Und dann nehmen wir noch den Bernard, den wir hier haben. Also, wie es aussieht, haben wir leider nur einen Greif gezogen bis jetzt. Da ist noch einer. So, ich glaube, das dürfte dann eigentlich schon reichen. Das heißt, wir schmeißen wieder 2 rüber. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir hier noch 25 Platz. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir noch an Scrolls übrig haben. Und zwar 10, 13, 23. Das passt natürlich dann super. Okay, dann können wir weitermachen mit den NMS. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Da haben wir den nächsten Greif. Windhexe. Mega gespannt auf die anderen Rollen. Was da kommt. Für Jojo letztens haben wir, glaube ich, 2 VU. Es kommt was. Mykene. Ja. Ja, Fusion Food, aber Vero hat er, meine ich, auch schon lange. Daher wird die erstmal ins Lager wandern. Ja, beim Jojo hatte ich mal 2 Feuerschriftrollen dabei gehabt. Und in der zweiten Rolle war wirklich Pörner drin. Das wäre natürlich was. Okay, die MS sind alle. Wir haben noch 10, 12, 13. Schauen wir nochmal, ob das passt. Das passt nämlich haargenau. Also, Mathe ist noch was hängen geblieben. Okay, die Feuer. Ich mache lieber zuerst die Wasser, die 2. Danach die 8 Feuer. So, erstes Food. Und wir haben einen Lightning. Und wieder Mykene. Oh mein Gott. Okay, machen wir mit dem Feuer weiter. Wenn natürlich jetzt nochmal Pörner kommen würde, wäre das mega nice.
Würde ich mich freuen. Ich glaube, bei dem Neo-Agent-Kämpfer, wo wir den Trevor jetzt hatten, hat er auch den Licht gezogen, wenn ich mich nicht irre. Aber da gucken wir gleich mal drüber. So noch zwei Feuerschriftrollen. Tyrael Cat und letzte. Leider auch nix. Okay. Zwei L&Ds. Ich hoffe, da kommt jetzt was Geiles. 3, 2, 1, go! Oh, Lightning, Lightning, Lightning! Okay. Mit der hatte ich jetzt noch nichts zu tun. Sieht aber nach einem Revive aus. Greift den Feind mit einem Gewölk an. Okay. Ah, da wird bestimmt der Dot hinzukommen. Greift alle Feinde mit Hurrikan an, rekoniert und Nidus mit 25 HP, also wie die andere. Belebt einen Toten wieder, sodass er mit niedrigen HP, aber mit einer vollen Attack-Leiste zurückkommt. Okay, das klingt jetzt erstmal nicht so verkehrt. Muss aber dann mal selber entscheiden. Aber schon mal geil, dass wir ein Lightning hatten. Das ist sehr, sehr selten. Machen wir noch die zweite auf. Vielleicht kommt noch ein Lightning. Okay, auf jeden Fall schon mal nicht. Aber es ist Material Cat. Was haben wir hier? Betäubt den Feind 25%. Reduziert Angriffsleistung 25% zweimal. Reagiert, wenn du mit einem kritischen Treffer angegriffen wirst, mit einem Gegenangriff, der einen kritischen Treffer landet. Und erhöht den Angriffsbalken um 30%. Okay, das klingt aber ganz, ganz nice. Das klingt sogar sehr gut. Die können mal sowieso schön auf Revenge machen, dass sie quasi immer Gegenangriff hat. Sich die Leiste vollhaut. Müsste man mal schauen. Verteidigung im Gildenkampf 21%. Auf jeden Fall mal was anderes. Nicht immer nur, ich habe zum Beispiel immer nur die SDs. Ich kriege immer die SDs in Legendary, in den Light Darks. So. Kommen wir zum letzten. Vielleicht kriegen wir jetzt hier auch noch was Geiles. Also bis jetzt kein schlechter Pull auf jeden Fall. 3, 2, 1, go! Kommt schon, Leute. Kommt, 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 kommt. Okay. Winsamu, jetzt nicht so der heftige Burner. Also, der Platz ist voll geworden. Gucken wir uns mal die Ausbeute an. Was wir hier bekommen haben. Und zwar, wir bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Aus knapp 80 Rollen. Das heißt, wir sind wieder bei den 1 zu 10. Also die Regel bleibt scheinbar so bestehen. Wie gesagt, Dark Mykene müsste man einfach mal gucken, was passiert. Ach, erhöht 2 Runden lang die Chance, dass sie nicht trifft. Okay. Ist das bei ihr auch so gewesen? Ach, das ist mit einfrieren. Okay. Jo, wie gesagt, Lumi gezogen. Bernard haben wir dabei. Den könnt ihr auch noch weiter aufskillen. Da sind noch ein paar auf jeden Fall da. Ansonsten jede Menge Food zum Sechsern. Und wir gucken kurz mal seine Mons an. Weil wir machen immer ein kleines Review, wenn wir noch hier nicht auf dem Account waren. Wir haben hier einen Tyran. Schauen wir uns mal an. 100 ACC, schön schnell gemacht. Speed, HP, ACC für Tor natürlich sehr gut gemacht. Oder auch für Arena für einen schnellen Freeze. Dann haben wir Luer mit Speed, HP, ACC. Okay, AC müsste noch ein bisschen höher. Und noch ein bisschen fixer. Aber schon mal geil, dass er 4 Sterne ist. Dann haben wir einen Rageblade Sigma. Attack, Attack, Crit Damage. Hat natürlich hier richtig gute Werte. Und einen sehr, sehr geilen Base Attack. Keine Frage. Was haben wir hier? Eine Crit Miller. Attack, HP, kritischen Schaden. Perfekter Bite für sie. Speed, Death, ACC. Auch vollkommen richtig auf Qual. So, dann Hava, die ich immer noch gern hätte. Mit Speed, Crit Rate, Attack finde ich geil. ACC bei 51%. Ist okay. Das reicht an sich vollkommen aus. So, jetzt haben wir hier schon Vio Revenge, das ist der perfekte Bite für ihn. Mit Attack. Und 160 Speed. Ist okay. Natürlich Speed muss immer noch ein bisschen höher, aber hey, mit den Runeset muss man das erstmal hinbekommen. Dann haben wir ja Kuma, der natürlich mit, ja, mit die beste Chimäre, wollte ich schon sagen, schon wieder. Ich sage immer Beastmonk ist das. Beste Mensch. So, jetzt haben wir's. Klar, Wind ist geil wegen AoE Deathbreak, aber er ist Attribut Feuer. Feuer ist in Arena einfach, das finde ich zumindest persönlich, stärkere Attribut. Gerade durch diese Lucian-Doppelteams, kommt man durch mit Feuerteams, Chloe etc. natürlich immer ein bisschen weiter.
Schauen wir mal, er hat jetzt sehr, sehr viel HP drinne mit Qual. Also mal gucken, wir sind ja bei 50.000 HP knapp. Er ist auch schon full skilled, also der ist wirklich herbe, herbe geil. Jetzt haben wir einen CE 41 und Speed ist auf jeden Fall ein geiler Byte. Ja, perfekter Byte für ihn, klar, also vollkommen okay Qual, so spiele ich meinen auch. Aber viele auch bei YDCB, wenn ihr guckt, oder YBCD, wechselt immer die Wörter oder die Buchstaben, er hat auf jeden Fall gesagt, endgame-mäßig wirklich lohnt sich Vio Revenge am besten, weil die ersten immer einen Provoke haben oder einfach grundlegende Effekte oder Schadenraten Stun. Vio Revenge wird auf jeden Fall das Bessere, finde ich persönlich dann auch, aber da brauchen wir wirklich endgeile Runen und spielen dann auf HP, HP Crit Damage. Dann haben wir hier einen Arnold, der auch sehr HP gestreckt ist auf Vio, das ist natürlich auch geil. Eine Chloe mit 124 Speed, das ist okay auf jeden Fall. Hier können wir noch eine schöne Rune rein. Ah, da kriegt man auch bloß 3 mehr, also ist eigentlich fast egal. Mit HP und Death, also schön tanky gemacht, so muss das sein. Dann haben wir zwei Lucians. Einer darf Qual mit Attack, Attack, Crit Damage. Auch nicht schlecht, wenn man doppelt angreift natürlich. Hier sucht er gerade die Runen zusammen, wird dann fatal Klinge werden mit 3x Attack. Dann haben wir hier einen Copper, Death, Death, Crit Rate. Ein Rama, den hat er hier auf Vampire, so habe ich meinen auch. Bryant hat er auch auf Quasi, das war auch so mit Speed dazu. Ein Chasun mit HP, HP, HP. Die müsste allerdings noch ein bisschen schneller werden und ein bisschen mehr Rest bekommen. Würde ich jetzt sagen. Also ich spiele meine auch. Ich habe ungefähr selbe HP-Anzahl. Aber bin bei knapp 140 Speed und 100 Rest. Da ist das schon was anderes, wenn die Chasun, wenn kein Deathbreak draufkommt, etc., dann bockt das schon ganz schön mit ihr. No Bella. Speed, HP, HP, genauso richtig. Dann haben wir ihn hier mit Speed, HP, HP bestimmen die. Jawohl, was haben wir hier? 160 Speed, das ist okay. Klar, schneller ist immer besser. Bernard, Speed, HP, ACC. Also schön für Giant gebaut. Yultan, auf jeden Fall ein total geiles Monster. Er ist perfekter Tank, gerade gegen die Monster wie Darion, Bella etc. Man hat ja einen schönen Dark Tank sozusagen, muss Vero nicht immerhin halten. Dem wird auf jeden Fall Rage Wound. Würde ich nämlich. Jawohl, Rage. Kann man auf jeden Fall machen bei ihnen. Ich glaube, Vio wäre auch ganz cool. Vio Revenge. Aber ich hier auf jeden Fall würde ich. Ich würde eine persönliche auf Rage Blade machen, einfach mal um zu gucken, was an Schaden raushaut. Ja, wie gesagt, Trevor. Der wird mega, mega nice werden. Ich weiß gar nicht, ob ich reingucken darf. Ich mach's einfach mal. Ob er noch was an Attack-Runen da hat. Hier hätte er zum Beispiel Attack. Aber nur HP. Ist ja noch eine Alternative. Vio wäre noch ganz gut. Eine Revenge. Hier hätte noch eine Attack-Rune. HP, Crit Damage. Dann könnte man vielleicht mit Vio was bauen. Und Revenge dazu. Wenn er da ein paar coole Sets dazu hat. Aber das weiß er auf jeden Fall selber. Da muss er bloß mal gucken. Nemesis wäre auch eine Option, damit er schneller wird, wenn er Schaden bekommt. Wenn er dann den Stand draufhaut und sich selbst bufft, macht er wirklich sehr, sehr guten Schaden. Keine Frage. Aber okay. So, können wir uns noch kurz das Lager anschauen. Da hat er nämlich auch boah, schöne Mobs drinnen liegen. So, wir haben hier die Pump Back, die Aria, die. Och, die ist so geil. Die sie so geil haben. Bethany ist das, glaube ich. Ja, genau. Tau Windtau ist sehr gut, Orochi, Wind Ephir, sie will ich jetzt 6er Lisa, weil E40 mit 3 Verbündeten greift sie an, ist ein Dragon wirklich sehr, sehr nice, sie entfernt Effekte, haut Attack-Leiste hoch, also wirklich sehr, sehr geile Skills dafür. Was haben wir noch? Kitsune, Golems nochmal, zwei Himmelstänzer, Shimir, Kitsune, Pirate, Wind Pirate, Light Pirate. Und hier ist er nämlich. Ah ne, Kampftänzer ist das ein Light, so rum. Habe ich verwechselt. Greift das Ziel an und fügt proportional zu deinem maximalen HP Schaden zu und provoziert ihn für 2 roten. Okay, ein Provoke für 2 Turns ist natürlich auch ganz geil.
Dann haben wir noch Löwe rumliegen, wir haben nochmal zwei Luschens rumliegen. Aber er hat ja schon zwei, warum nicht auch einen dritten? Dann kann man sich ein sehr, sehr geiles GN10 Speed Team bauen. Bernard Lead, drei Luschens dazu und Water Pirate zum Beispiel gibt's. Die haben einen Rekord mit 40 Sekunden, glaube ich. Und hat noch ganz, ganz viele Mobs, 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 Mobs. Aber damit kann er selber was anfangen. Okay, Leute, das war's. Geile Mobs auf jeden Fall dabei gewesen diesmal. Deutlich besserer Pool gewesen. Ja, lasst ruhig ein Like da für eine LSD. Und ich würde sagen, macht's gut, Leute.